meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute basteln wir zusammen die Karte, die ihr gerade seht. Die ist für eine Freundin zum Geburtstag entstanden und die Produktion dieser Karte ist eigentlich schon so lange her. Mal gucken, ob ich mich überhaupt erinnern kann, was ich alles gebastelt habe und wie ich das gemacht habe. Auf alle Fälle habe ich Stanzen von Magnolia verwendet. Ich weiß nicht, jeder hat diese Stanzen, aber vielleicht könnt ihr die Idee auf eure Produkte umsetzen, umwandeln und das in andere Formen gestalten. Es muss ja nicht mal 1:1 eine Kopie sein. Ich habe ausgemessen, wie groß meine Stanze ist, habe das dann verdoppelt, damit ich ein Kartenrolling habe, habe das Papier passend zugeschnitten, in der Mitte gefaltet und hier versuche ich das Ganze dann zu schneiden. Wie ihr seht, habe ich sogar meine Stanze markiert, damit ich weiß, wo oben ist. Habe das Ganze festgeklebt, damit mir auch beim Stanzen nichts verrutscht, weil das ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann. Hier habe ich nochmal die Kante gekürzt, damit die Stanze mit dem Papier durch meine Stanz- und Schneidemaschine von Action durchpasst. Ich kurbel das mehrmals durch, um sicher zu sein, dass es wirklich durchstanzt. Das Ganze noch lösen. Wie ihr seht, habe ich dann so geschnitten, dass oben eine Klappe entsteht. Das heißt, ich habe die Stanze nicht doppelt, sondern eine Klappkarte. Die Reste werden natürlich wie immer aufgehoben. Hier habe ich ein neues Blatt Papier, also Aquarellpapier vom Action, zugeschnitten. Und ich brauche nicht nur die Klappkarte, sondern auch den Aufleger. Und den Aufleger muss ich komplett haben. Das heißt, hier wird quasi das ganze Quadrat ausgestanzt. Und das wird dann später auf die Klappkarte geklebt, damit die Gesamtform quasi zu erkennen ist. Also eine Warnung vorab, das Video ist sehr, sehr lang. Ich habe gesehen, dass es fast eine Stunde lang geht. Also falls ihr irgendwas vorhabt, vielleicht doch lieber pausieren und das Video zu einem Zeitpunkt gucken, wenn ihr die Zeit habt. Oder Stück für Stück schauen. Also das habe ich auch oft bei Lives. Die sind sehr lang und je nachdem, wie ich Zeit habe, gucke ich dann immer mal einen Teil davon. Mal habe ich Zeit für 2, 3 Videos und so weiter und so fort. Also zurück zum Video. Ich habe mir Kraftpapierstück genommen, einen Bleistift und meine Stanzschablone. Ich habe die ja quasi jetzt nachgezogen von innen, das heißt, ich habe somit die Matung. Habe das Ganze noch mal ein bisschen verschoben und noch ein zweites Mal aufgemalt, weil ich möchte auch das Innere der Karte gestalten, beziehungsweise die Rückseite der Karte auch. Und ja, das ist das Einfachste, wie man die Mattung quasi sich zuschneiden kann. Für das Designpapier brauche ich ein bisschen mehr Abstand, das heißt, ich habe das hier erstmal so wie mit der Mattung einfach mit dem Bleistift nachgezeichnet und dann mit Freihand ungefähr 2 mm Abstand weiter nach innen das Ganze, also die Form verkleinert. Es ist sehr aufwendig, aber zum Beispiel ist das hier ein Blatt Papier, Druckerpapier, das ich dann später als Schablone benutzen kann und ja, man macht sich diese Arbeit nur einmal für diese besondere Stanze. Und dann kann man das öfters wiederverwenden, wenn man das möchte. Natürlich muss man alles auch noch von Hand ausschneiden. Die Arbeit bleibt halt nicht aus. Wie ihr seht, ich habe das gerade irgendwie unterbrochen. Ich habe die Kamera einfach die ganze Zeit mitlaufen lassen. Ausschneiden habe ich nicht vor der Kamera gemacht. Wie ihr seht, das ist meine Schablone. Ich habe mir auch markiert, wo oben ist bei mir. Habe das auf das gewünschte Designpapier aufgelegt, auf die Rückseite und einfach mit dem Bleistift wieder nachgezogen, damit ich die Form habe. Also eigentlich so basteln, Kindergartenniveau. Aber auch die alten Techniken bzw. die einfachsten Sachen, die man so gelernt hat, sind einem oft sehr hilfreich. Hier habe ich nochmal meinen Schmierzettel genommen und ziehe das Ganze nochmal nach. Ich vermute mal, das soll entweder die Mattung sein oder der Aufleger in der Karte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Mit dem Vintage Photo Distress Ink und meinem Schwämmchen von Action wische ich die Kanten, damit das Ganze, also diese weißen Schnittkanten nicht mehr so zu erkennen sind und insgesamt passt sich das dem Bild halt ganz gut an. Hier habe ich quasi zugeschnittene Elemente, gerissene Elemente, die zumindest einen Teil der Grundform beinhalten. Ich vermute mal, ich habe einfach vom Designpapier die Reststücke noch
passend nachgemalt und ausgeschnitten. Und hier ist das Druckerpapier plus Mattung. Also die haben wir ja zweimal, wie ihr seht. Hier haben wir einen Kreis, einen Klebestift. Und ja, bevor ich nähe, klebe ich gerne mit Klebestift, weil das meine Nähmaschine nicht komplett versaut. Ich hatte nämlich am Anfang den Fehler gemacht und mit doppelseitigem Klebeband gearbeitet und mit damit zwei Nadeln komplett zerstört. Man lernt ja aus seinen Fehlern, deswegen, falls ihr mit der Nähmaschine rumhantiert oder die vorhabt, vielleicht mit der Nähmaschine zu nähen auf Papier, da ist der Klebestift tatsächlich die bessere Alternative. Es klebt zwar nicht so fest, aber ihr näht es ja durch und das Festnähen ist dann fast wie Kleberersatz und klebt hinterher richtig, richtig gut. Hier habe ich eine meiner Lieblingsstanzschablonen von Marianne Design verwendet. Das ist eigentlich ein Shakerfenster, aber es hat halt auch diese Stiche für Kreuzstich. Und ich habe mich tatsächlich bei der Karte entschieden, dass ich das nicht nur ausstanze, sondern tatsächlich auch mal sticke. Und das ist jedes Mal dasselbe. Ich benutze hier meine Prickelnadel in Lila. Es ist ein guter Kontrast für die Kamera auch, und allgemein ist es halt besser, wenn ihr mit der Nadel hantiert, dass ihr irgendwie Platz habt, wo ihr die Nadel auch zwischenlagern könnt, beziehungsweise durchprickeln könnt. Und ja, wie ihr gesehen habt, habe ich mit Tesafilm meinen Anfangfaden auf der Rückseite fixiert. Und ja, beim Kreuzstich geht es ja darum, dass man ein Kreuz erzeugt. Das heißt, je nachdem, wo ihr anfangt, müsst ihr dann das Muster komplett durchziehen. Ja, ich weiß nicht, wie man es erklären soll. Also es bildet sich hinterher quasi ein Kreuz. Das heißt, ihr müsst es übereinander legen, zwei Fäden, um das Muster zu erzeugen und das Ganze wiederholen und wiederholen und wiederholen, bis man dann komplett fertig ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das komplett in der Aufnahme gelassen habe. Ich vermute mal nicht. Ich wollte euch wahrscheinlich nur den Anfang zeigen. Das ist natürlich eine friemelige Arbeit, kostet Zeit und ja, ich kann es nachvollziehen, wenn Leute sagen, dass das denen zu viel ist. Ja, wie ich mir gedacht habe. Den Rest habe ich außerhalb der Kamera gemacht. Deswegen ist es schon, sage ich mal, sehr extrem lang, das Video. Hier versuche ich das Ganze ein bisschen wieder flach zu drücken. Ich habe die Stanzschablone nochmal vier, fünfmal gestanzt. Ich glaube, fünf Elemente sind das. Und versuche das hier mit meinem Werkzeug von Sizzix von den ganzen kleinen Elementen zu befreien, um das später übereinander zu kleben, weil ich habe mich tatsächlich entschieden, diese Stanzschablone auch mal als Shaker zu benutzen, so wie es eigentlich gedacht ist. Und da ich ja das Ganze schon mal genäht habe, das ist die erste Schicht, versuche ich halt diese Höhe für die ganzen Shaker-Elemente zu erreichen, indem ich halt viele der gleichen Elemente übereinander klebe, um dann den Rahmen zu haben. Und hier arbeite ich mit meinem Tonic Studio Tiki Glue. Ich trage das großzügig überall auf. Man muss aber auch sagen, dieser Kleber ist sehr ergiebig, man muss gar nicht so viel. Manchmal reicht es ja auch tatsächlich wirklich nur Punkte zu setzen. Und dann Schicht für Schicht aufkleben. Das Ganze habe ich anscheinend schon außerhalb der Kamera gemacht. Das war jetzt die letzte Schicht. Das heißt, die Zwischenschichten habe ich immer mit irgendwas Schwerem platt gedrückt, damit das halt auch wirklich flach bleibt. Hier seht ihr, welche Stempel ich benutzt habe. Ich habe mich für die Stempel von Magnolia entschieden, weil meine Freundin auch sehr gerne Magnolia mag. Das hier ist ein Luftballon-Hintergrundstempel. Und ein Kreis, den ich wahrscheinlich aus der Mitte von meinem Shaker, der rausgefallen ist. Ich stempel das Ganze in Braun. Das ist übrigens meine Stempelhilfe. Ich habe den Einleger, also den Schaumstoff, rausgenommen. Dadurch, dass die Magnolia Gummistempel sind und montiert sind, sind die etwas höher. Hier kommt die wieder rein. Hier sind nämlich ein paar unmontierte Stempel, die ich relativ neu hatte. Die klebe ich einfach mit Tesafilm fest, weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin, die alle zu montieren. Ich habe sehr viele davon und
Ich glaube, es ist noch einiges an S-Mount nötig, um die alle zu montieren. Hier seht ihr, es ist das Memento, was ich benutze. Eigentlich nicht das idealste Stempelkissen für Aquarellpapier und für Kolorieren mit Wasser. Ich weiß nicht warum, aber in dem Fall habe ich es einfach benutzt. Ich weiß nicht warum, aber auch hier ist das so, dass ich nicht gerne mit Schwarz arbeite bei ja, Figürchen bzw. menschlichen Elementen oder Tieren benutze ich tatsächlich lieber Braun als Schwarz. Das wirkt einfach insgesamt harmonischer und ist es nicht so eine krasse Kontur, würde ich sagen. Und nur Line Coloring ist so nicht so meins, weil ich dann einfach das Gefühl habe, man kriegt einfach das nicht so gut hin, wie man das gerne hätte. Ich habe hier mir einen Spruch von Create a Smile ausgesucht. Das ist eine meiner neueren Stempelplatten von denen. Ich finde, dass dieses Handlettering-Design von Christiane total genial. Und ja, hier habe ich das zweimal gestempelt, weil mir der Abdruck noch nicht ganz gut gefallen hat. Allerdings ist es ja auch so, dass bei neuen Stempeln müsst ihr die tatsächlich öfters benutzen, damit sie auch besser stempeln. Mit der Stempelhilfe ist es ja auch wirklich kein Problem, mehrmals übereinander zu stempeln. Ihr müsst nur darauf achten, dass das Papier sich nicht verschiebt. Hier natürlich auch wieder sauber machen und vernünftig wegräumen, damit ihr eure Stempel nicht verliert. Von Nellis Nellen habe ich mir eine Standschablone mit einem Pfeilende, glaube ich, heißt das, oder Fischende ausgesucht und ich habe, wie ihr gesehen habt, erst mir die Schablone für aufgelegt, so wie ich das gerne ausgestanzt habe, haben möchte und dann erst die Standschablone. Mit meinen Spellbinders Kreisen versuche ich jetzt auch dieses kleine Mädchen auszustanzen. Da gucke ich immer auf der Rückseite, dass dann halt auch wirklich nichts vom Kreis weggeschnitten bleibt. Ja, die Stanz- und Schneidemaschine im Bild zu haben, ist echt nicht praktisch. Also ich weiß, warum ich das normalerweise nicht vor der Kamera gerne mache. Hier haben wir ein weiteres Stanzschablonenset von Spellbinders. Ich habe mich halt für einen Rahmen entschieden, der etwas filigran mit Muster ausstanzt. Hier habt ihr gesehen, das ist ein Reststück von einem Bierverpackung quasi. Und ich habe da die Stanzschablone einmal gedreht, damit ich dann den Druck besser unter Kontrolle habe und die Ausstanzung sauberer ist. Also bei filigranen Sachen wechsle ich tatsächlich meine Platten und habe die schmale quasi oben, wo der Druck dann halt besser hantiert ist. Das Ganze nochmal wieder mit Vintage-Foto eingefärbt. Hier kommt wieder meine Schablone zum Einsatz. Wie ihr seht, alleine schon für diese Karte habe ich diese Schablone dreimal benutzen müssen. Also das lohnt sich, sowas sich anzufertigen, zumindest für größere Standschablonen oder Schablonen, die wie hier einfach nur als Einzelelement kommen und nicht mit mehreren Größen. Ich vermute mal, ich habe mich entschieden, dann auch die Rückseite zu benutzen, beziehungsweise auch die zweite Seite vom Innenteil anzupassen. Hier habe ich wieder Kraftpapier, was ich ja zum Matten von meiner Vorderseite schon verwendet habe. Das ist beim Basteln halt manchmal so, dass ihr zwar einen Gedanken habt oder eine Idee, was am Ende auszusehen hat, aber am Ende ist es so, dass ihr dann noch mehrmals die Meinung ändert, sage ich mal. Hier habe ich meine Distress Reinker rausgeholt. Ich habe sie ja in meiner Palette, meine Wassertankpinsel und habe dann angefangen, erstmal mit dem großen Motiv, mit meinem Shaker-Hintergrund sozusagen. Und die Luftballons kriegen jetzt einen Hintergrund. Da fange ich mit einem Blauton an und versuche die Farbe halt nach außen zu ziehen. Das heißt, um das Element herum ist das am dunkelsten und nach außen hin wird das dann halt etwas heller, weil ihr das mit Wasser verdünnt sozusagen. Wer zum Beispiel jetzt vorspulen möchte, kann das gerne tun, weil ich glaube, dass allein das Kolorieren dauert schon eine gewisse Zeit. Wer sowas gerne sieht, kann natürlich auch gerne dranbleiben. Da habe ich auch nichts gegen. Ich arbeite hier mit einer Farbe,
Das heißt, ich tupfe immer ein bisschen was auf meinen Pinsel und verteile das Ganze, wie es mir gefällt. Wie ihr seht, drehe ich dabei das Motiv, weil für mich das Ganze viel einfacher geht, wenn ich das Papier drehe, als wenn ich dann mit dem Pinsel versuche, einfach irgendwie drumherum zu hantieren. Ich habe euch auch relativ nah dran geholt. Ich hoffe, dass die Qualität des Videos auch soweit in Ordnung ist. Ab und zu habe ich ja, dass das irgendwie unscharf wird. Es ist sowieso komisch, nach so langer Zeit mal wieder ein Video zu besprechen. Ja, vielleicht spreche ich auch mal kurz an, warum es in letzter Zeit so wenige Videos gab. Mir war es einfach zeitlich nicht möglich. Und wie gesagt, das Video, das ihr seht, ist eigentlich aus dem Anfang des Jahres, um Januar rum, wenn nicht sogar Ende Dezember, Anfang Januar. Ich habe das Video gedreht und das waren am Ende 25 Videoelemente, die ich natürlich alle irgendwie jetzt zusammengefügt habe. Ich habe jetzt groß auch nicht ausgeschnitten, weil das alles Zeit kostet und ich hoffe, dass sich durch das Beschleunigen des Videos halbwegs das Ganze verkürzt habe. Für die Luftballons habe ich mich für einen leichten Rosaton entschieden und ja, ich versuche immer relativ leicht erstmal das Ganze einzufärben und werde dann halt zunehmend dunkler oder setze halt noch mehr Schatten. Hier habe ich versucht, so ein bisschen zu schattieren tatsächlich, ein bisschen das Ganze, also die Farbe rausgefedert. Ja, das Video hat mich so ein bisschen abgeschreckt, würde ich sagen. Ich hatte wirklich Bedenken, dieses Video zu schneiden und auch nachzubesprechen. Es ist nicht gerade einfach, eine ganze Stunde zu reden an sich. Und ja, man hat das irgendwie aufgeschoben, aufgeschoben, aufgeschoben. Jetzt habe ich endlich Urlaub und ich habe mir gedacht, jetzt muss das langsam passieren. Hier seht ihr Glitzermarker vom Action. Die habe ich tatsächlich schon länger in meinem Sortiment. Und ich habe mir gedacht, warum nicht? Ich habe die jetzt auf einen Acrylblock gekritzelt und nehme mit dem Wassertankpinsel die Farbe von da. Und habe das Konfetti quasi oder die kleinen Elemente im Hintergrund damit ein bisschen eingefärbt. Man muss wahrscheinlich schon sehr genau hinsehen, um diesen Glitzer zu erkennen. Der ist sehr minimal, aber auch halt durch die Pigmente halt auch farblich angepasst. Und ich finde, das irgendwie hat das einen tollen Effekt und vielleicht auch für euch eine Idee, wie ihr euer Glittermarker mal benutzen könnt. Also zum Kolorieren oder zum Drüberschichten über eure kolorierten Motive ist das auf jeden Fall ein tolles Spielzeug. Funktioniert super. Das kleine Element wird tatsächlich die Rückseite meiner Karte zieren. Und auch hier fange ich erst mit dem Hintergrund an. Ich habe mir quasi einen Horizont gedacht, wo das Motiv sich teilt und habe den oberen Teil jetzt mit Blau angefangen zu schattieren. Genauso wie bei den Luftballons fange ich von Motiv aus an und lasse die Farbe halt nach außen was heller werden. Meine Lampe ist mir durchgebrannt, nur so mal ganz am Rande, und die benutze ich tatsächlich beim Video aufnehmen. Und wenn ich das jetzt versuchen sollte, ein Video zu drehen, werden die Bilder halt sehr dunkel und ich muss diese Lampe ersetzen und erst dann bin ich in der Lage, neue Videos zu drehen. Was natürlich wieder so ein Zeitfaktor ist. Will ich das? Ja, ich will es. Wie oft mache ich das? Ich habe mir das vorgenommen, mich selbst nicht unter Druck zu setzen. Das heißt, ich werde so Videos drehen, wie ich Zeit und Lust habe. Und es wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr ein neues Video von mir geben. Deswegen hoffe ich, dass jetzt so Richtung vor Weihnachten vielleicht, dass ihr Spaß habt, zumindest dieses Video zu sehen, damit ihr nicht komplett leer ausgeht. Hier habe ich nochmal den Acrylblock rausgekramt, wie ihr seht, habe dann wieder ins Bild gehalten und ich werde wahrscheinlich auch hier noch einige Glitzerelemente einarbeiten, aber erstmal fokussiere ich mich auf meine Distress Reinka und habe ihr halt rosa Oberteil plus Schleife verpasst und die Haare werden jetzt halt so ein bisschen Richtung blond oder braun, auf jeden Fall mit braun schattiert. Also an erster Stelle, ich weiß, ich bin komplett aus dem Konzept raus. Ich wollte mich bedanken für alle, die meine Videos abonniert haben, beziehungsweise meinen Kanal. Und das
die Anzahl der Abonnenten tatsächlich steigt, auch wenn ich nichts Neues zeige. Es ist nicht so, dass ich nicht bastle. Ich bastle nach wie vor, teilweise schon fast schon krankhaft, kann man sagen. In der Produktion mit Weihnachtsgarten habe ich dieses Jahr mich komplett selbst erschrocken, wie viele Karten ich tatsächlich schon habe, beziehungsweise gemacht habe. Ich habe viele Karten gespendet dieses Jahr. Eigentlich ist es so, ich bastle gerne solche aufwendigen Karten wie jetzt in diesem Fall, aber halt meistens für besondere Menschen oder für Menschen, die es würdigen, beziehungsweise selber Bastler sind und das auch anerkennen, was für eine Arbeit man reinsteckt. Ich meine, das Video ist fünffach beschleunigt. Ich habe viele Sachen noch nicht mal vor der Kamera gemacht. Das heißt, allein diese Karte hat mich bestimmt 10 Stunden Arbeit gekostet. Das mache ich nicht jeden Tag. Aber gerade weil das so besonders ist, habe ich dann mir vorgenommen, das Ganze auch mitzufilmen. Und mal gucken, wie das Ganze dann am Ende aussieht. Ob was bei euch gut ankommt oder nicht, das steht halt im Raum. Ja, ich würde auch eher sagen, dass ich in letzter Zeit eigentlich eher so Richtung Clean and Simple gehe. Ich weiß, dass mein Clean and Simple immer noch für viele relativ aufwendig ist, aber ich muss auch sagen, ich muss mir selbst gerecht werden. Ich möchte nicht irgendwas kopieren. Ich lasse mich gerne von anderen inspirieren, so ist es nicht. Ich sehe auch viele sehr kreative Köpfe da draußen, aber manchmal denke ich so, ja, sieht ja ganz nett aus, aber irgendwie fehlt mir da was. Zum Beispiel kann ich es nicht sein lassen, meine Hintergründe müssen genäht sein. Es gibt inzwischen Standschablonen dafür. Man kann sich halt die Formen mit einer, ich sag mal, Nähkante auch ausstanzen. Das ist ja auch ganz toll für die Leute, die zum Beispiel nicht mit der Nähmaschine umgehen können, keine Nähmaschine haben oder die vielleicht diesen Effekt schöner finden. Ich persönlich mag es halt wirklich von Hand genäht und hier bin ich anscheinend schon so weit fertig, dass ich schon mit meinem weißen Gelstift ein paar Akzente gesetzt habe, nämlich die Lichtpunkte. Ja, und jetzt kommt das Hauptmotiv, was vorne auf die Karte kommt. Wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt mit dem Stempelkissen mir Farbe auf den Acrylblock gesetzt, weil ich diesen Kasten aktuell leer haben möchte. Allerdings muss ich sagen, auch jetzt sage ich mal, nach 10 Monaten später ist dieser Kasten immer noch nicht leer. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Farbe brauche, tupfe ich mir tatsächlich nur ein bisschen oder einen Hauch davon auf einen Acrylblock oder benutze halt nur ein kleines Tröpfchen von dem Reinker, damit ich halt diese Farbe aufbrauche. Das war zumindest meine Idee. Ich habe inzwischen dank meiner lieben Freundinnen neue Reinker-Farben zu Hause. Die würde ich auch gerne in meine Palette einarbeiten, aber ich bin halt zu geizig. Ich möchte meine Farben auch nicht verschwenden. Das heißt, ich möchte sie nicht einfach unter das Wasser halten, auch wenn das tatsächlich nur ein, zwei Tropfen von irgendeiner Farbe wären. Ich versuche das so weit wie möglich tatsächlich zu benutzen und leer zu kriegen. Bis auf ein paar Ausnahmen ist mir das auch gelungen. Ich habe die Palette einmal zu stark gekippt, glaube ich, und da sind mir manche Farben ineinander gelaufen, wie zum Beispiel das Rot und Grün, und das ist ein dreckiges Braun geworden. Aber selbst damit habe ich tatsächlich schon wieder koloriert. Ja. Jetzt habe ich mich selbst aus dem Konzept gebracht. Aber ja, wie gesagt, so lange durchzusprechen und euch irgendwie auch noch informativ was zu erzählen, ist nicht einfach. Wie gesagt, ich habe mir vorgenommen, nächstes Jahr wieder aktiver zu sein und mehr Videos zu drehen für euch, auch vielleicht jetzt in meinem neuen Stil. Zurzeit jetzt, kurz vor Weihnachten, sage ich mal, ist das relativ schwer, da ich jetzt anscheinend auch auf den Markt gehe und meine Sachen versuche dann da zu verkaufen. Das beinhaltet halt meine Weihnachtsgrußkarten und Grußkarten, die ich hier halt noch über hatte, die ich nicht gespendet hatte. Und ich habe ein paar Schmuckelemente gebastelt. Ich habe von allen Sachen, die ich gebastelt habe, auf jeden Fall immer Fotos gemacht. Und wenn ihr euch interessiert, was ich noch so nebenbei bastle, könnt ihr gerne mich auf meinem Blog besuchen, auf meinem Instagram-Account oder bei Facebook. Da werden tatsächlich in letzter Zeit bin ich da sehr aktiv, beziehungsweise ich versuche alles, was ich auf meinem Blog zeige, auch da hochzustellen. Ich weiß, viele haben ihre Blogs aufgegeben
und finden Instagram zum Beispiel viel angenehmer zum Teilen, zum Kommentieren und einfach sich inspirieren zu lassen. Ich bin quasi alte Schule. Für mich ist das also schon immer so gewesen, dass der Blog etwas war, was ich für mich gemacht habe. Manchmal habe ich Zeit oder mehr Zeit, dann schreibe ich tatsächlich auch sehr viel dazu, wie ich diese Karte bastle, für diejenigen, die es interessiert, welche Materialien ich benutze, sofern ich das selber noch nachvollziehen kann. Manchmal krempel ich tatsächlich die Sachen raus und schreibe Hersteller plus Bezeichnung und sowas alles auf. Manchmal ist die Zeit aber etwas knapper, dann kann ich halt nur das notieren, was ich aus dem Kopf noch alles weiß. Deswegen verzeiht mir, wenn ich da irgendwie irgendwas vergesse, aber ihr könnt ja immer Fragen stellen, wenn ihr irgendwas nicht wisst oder wissen wollt. Ich bin da auch sehr hinterher, auch eure Fragen zu beantworten. Das habe ich halt öfters bei Facebook, dass jemand halt fragt, wie ich etwas gemacht habe oder welches Produkt das ist. Und ich muss aber auch sagen, ich habe inzwischen 16 Jahre, wo ich meine Artikel oder Produkte sammle. Und das ist halt manchmal schwer, da die Artikel nicht mehr aktuell sind und nicht mehr käuflich zu erwerben sind. Ich kaufe auch nach wie vor gerne in Flohmärkten. Das heißt, da sind ja teilweise Sachen, die schon gar nicht mehr auf dem Markt sind. Aber zum Beispiel Gummistempel habe ich bis jetzt immer die Erfahrung gemacht, die halten relativ lange. Bis jetzt habe ich auch nur einen einzigen Acrylstempel, der mir kaputt gegangen ist. Silikon, Acryl. Ich weiß nicht, aus welchem Material. Ich glaube sogar, das war ein Polymerstempel, weil er klebte so ein bisschen. Der ist mir in der Mitte gerissen. Das war bis jetzt der einzige, der mir kaputt gegangen ist. Sonst habe ich bis jetzt immer sehr gut auf meine Sachen aufgepasst und ich muss sagen, also ich bin von der Qualität überzeugt. Die Sachen halten ewig, die werden mich wahrscheinlich noch überdauern. Bei den Gummistempeln ist das, glaube ich, etwas problematischer, weil die porös und trocken werden können. Da ist halt ein bisschen Pflege angesagt. Aber auch da habe ich bis jetzt keine Erfahrung gemacht, dass mir irgendwie irgendwas dann davon zerbröselt ist. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte des Videos. Wer bis jetzt durchgehalten hat und mein Gelaber ertragen hat, vielen lieben Dank. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich weiß, das ist manchmal komisch, wenn die Leute über ihr Leben erzählen oder über ihre Sichtweisen und so weiter und so fort. Ja, viel zu viel Privates will ich auch nicht quasi nach außen tragen. Das geht sonst keinem was an. Aber wie gesagt, falls ihr mehr von mir sehen könnt, wie auch immer. Ich habe halt in letzter Zeit viele, viele Karten, vor allem Weihnachtskarten, gebastelt und das ist jetzt im Moment auch so die Sache, worauf ich mich am meisten konzentriere. Ich muss noch drei Adventskalender für meine Freundin basteln und das kostet halt alles Zeit und ich möchte halt mich halt da drauf erstmal konzentrieren und wenn die Weihnachtszeit vorbei ist, ab dem Januar rum, dann ist das alles relativ entspannt. Also ich finde, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber so die erste Jahreshälfte oder sogar Dreivierteljahreshälfte ist eigentlich bei mir relativ ruhig und entspannt. Und zum Herbst, Winter hin habe ich das Gefühl, es ist Stress. Meine Freundinnen haben alle relativ nah beieinander Geburtstag und da möchte ich halt auch keinen enttäuschen und versuche halt dann für die was Besonderes zu basteln, wie zum Beispiel auch diese Karte. Aber manchmal steht man so unter Stress und stresst sich selber, dass man das Gefühl hat, man kommt nicht voran. Und ich denke mal, es geht jedem so, dass er manchmal so eine Phase hat, wo er halt unkreativ ist, sich auf andere Sachen konzentriert. Bei mir zum Beispiel ist das, dann lese ich, dann ist das Basteln vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, aber auch da muss ich sagen, irgendwie so ganz ohne funktioniert das nicht. Das heißt, bei mir ist jeden Tag Instagram, wo ich reinschaue, was meine von mir abonnierten Leute so zeigen. Dann Facebook natürlich und Pinterest ist ein Teil, wo ich gerne Inspirationen hole oder mich einfach, sage ich mal, berieseln lasse. Ich bin kein Fan von irgendwelchen Videos, Reels und sowas. Ich gucke gerne YouTube natürlich, meistens auch dann beim Basteln. Zurück zum Video übrigens. Ich habe hier eine Auswahl von den Acrylfarben von Action, das sind Metallic-Farben,
Habe mir halt den leichten Rosaton rausgeholt und meinen Fächerpinsel, auch vom Action, und die bereits geklebten Hintergründe. Und ja, ich sitze hier so ein paar Sprenkler hier und da. Und natürlich muss das Ganze auch trocknen. Ihr seht hier schon meine Hintergründe, die bereits vorbereitet sind, meine Kartenelemente. Ich habe mir einen Pfeil gesetzt, damit ich weiß, wo ich genau was zu kleben habe. Das ist übrigens doppelseitiges, stark klebendes Klebeband von Ideen mit Herz. Ich hatte welches von der Freundin geschenkt gekriegt und das benutze ich halt. Ich schneide mir halt was zurecht. Hier ist es wichtig, ihr braucht eine beschichtete Schere. Dieses Klebeband klebt wie die Pest. Es klebt super, natürlich, auch auf Papier, aber es klebt auch sehr gerne auf eure Schere, beziehungsweise versaut eure Schere. Ich ziehe hier die Trägerfolie ab. Und ich meine, ja genau, ich gehe nochmal mit dem Flüssigkleber, weil ich gerne auf Nummer sicher gehen möchte, dass die Karte auch wirklich klebt. Und ich finde auch, mit Flüssigkleber könnt ihr noch so ein bisschen nachschieben, falls ihr euch beim Ansetzen der Karte irgendwie vertan habt. Oder könnt ihr es noch ganz ein bisschen anlösen. Habt noch so ein bisschen Spielraum, sage ich mal. Mit dem Flüssigkleber verteile ich ganz flächig und das Ganze wird dann jetzt zusammengeklebt. Da ist natürlich der Fall vom Vorteil, dass ihr dann mindestens wisst, wo ihr was zu kleben habt. Das Ganze fest andrücken, schieben, dass das wirklich die Form hält. Beschweren, damit es auch bleibt. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, wie ihr seht, da ist schon eine Folie eingeklebt. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin gesagt habe, ich glaube nicht. Das heißt, hier ist die erste Schicht, die genähte Schicht, dann die Folie da drauf und jetzt klebe ich das Ganze auf den vorher geklebten Rahmen. Ihr seht die ganze Spiegelung in der Mitte, das heißt wirklich, da ist die Folie schon eingesetzt. Auch da wieder gucken, dass ihr den Rahmen passend setzt, wieder beschweren das Ganze. Und jetzt geht es aufs Zusammensetzen. Das ist die Rückseite übrigens, die gestreifte. Das ist die Vorderseite und ich habe mich entschieden, erstmal den Hintergrund aufzukleben. Auch hier wieder mit doppelseitigem Klebeband. Das Video ist übrigens über mehrere Tage entstanden. Das heißt nicht, dass ich 10 Stunden am Stück gebastelt habe. Nein, deswegen ist auch der Wechsel vom Licht und so weiter zu erkennen. Ich habe nämlich ein Fenster zum Garten hin, direkt hier am Schreibtisch. Und je nachdem, wie hell die Sonne scheint, ist es manchmal auch zu extrem. Sonst habe ich mein künstliches Licht an. Zu dem Zeitpunkt war meine Lampe ja noch in Ordnung. Ich habe relativ wenig Platz um meinen Schreibtisch herum. Das heißt, ich habe wirklich nur meine Deckenlampe, die mir die ganze Zeit alles ausstrahlt. Ich habe noch eine Tischlampe, die manchmal auch mit eingeschaltet wird, um meine Schreibtischfläche vielleicht noch etwas stärker zu erhellen. Aber ich habe halt nicht diese Studiolichter oder sowas. Hier habe ich ein paar Pailletten, dann Kügelchen und Streuelemente rausgesucht, die ich zumindest vorhatte, auf meiner Karte zu benutzen. Nach dem Festkleben natürlich. Ich streue das Ganze einfach so ein bisschen in die Mitte. Von jedem ein bisschen. Hier zum Beispiel diese Nouveau-Pailletten oder Elemente, diese kleinen, die waren bis dato noch komplett verschweißt. Und das bildet halt dann sozusagen das Ganze, was hinterher sich so ein bisschen bewegt und Geräusche macht. Ich habe noch ein paar klare Kügelchen von EFCO, meine ich, müssten die sein, draufgesetzt. Die habe ich mal geschenkt gekriegt. Und manchmal denkt man so mit den Sachen, was mache ich damit? Und manchmal ist das so, gerade wenn man zum Beispiel was Neues ausprobiert, wie Shaker-Karten, stellt man fest, dass man so viele Streuelemente zu Hause schon hat, von denen man noch nicht mal wusste, beziehungsweise vergessen hat. Und ich finde, diese Kügelchen, die machen halt besonders tolle Geräusche. Jetzt heißt es natürlich mit dem Flüssigkleber das Ganze wieder, also den Rahmen über den Hintergrund zu kleben, beziehungsweise um den Hintergrund herum. Fest andrücken und wieder das Ganze am besten beschweren und gewisse Zeit auch den Kleber wirken lassen.
Hier ist es schon eine gewisse Zeit später. Wie ihr seht, der Shaker funktioniert, es shakert und es macht echt Spaß. Ich habe noch ein paar Herzrahmen gestanzt. Ich meine, das ist eine Stanze von Action. Habe noch meinen Label, beziehungsweise ich habe das mal am Computer erstellt, ausgedruckt auf Fotopapier mit Kreisstanzern habe ich das Ganze gestanzt und hier passend zu dieser Karte habe ich das halt in Kraft gemattet. Das heißt, auch der gestanzte Rahmen, beziehungsweise der Kreis mit Wellenrand ist auch ein Stanzer, den ich habe, der halt super dazu passt. Ich habe die Herzrahmen einfach direkt aufgeklebt. Hier seht ihr auch das kolorierte Motiv mit Rahmen und genäht. Wird jetzt mit Kleber versehen. Erstmal doppelseitiges Klebeband auf der Rückseite. Wie ihr seht, auch schon wieder einfach ein Reststück von meiner Bierverpackung. Ich finde diesen braunen Kraftton von diesen Sixer-Packs einfach total super. Also mir gefällt die Farbe richtig gut. Ich habe davon einige aufgehoben. Das ist genauso wie mit meiner Vorliebe für Schaumküsse. Auch davon habe ich ganz viel. Ich habe hier das Negan einfach um meine Finger gewickelt und benutze das halt auch als Deko-Element. Das wird einfach auf die Karte ge gelegt und mit dem Kleber, den ich halt auf dem Motiv schon hatte, einfach festgeklebt. Hier nochmal mein Label, auch mit doppelseitigem Klebeband. Auch wieder gemattet mit Bierverpackung. Ja, das sieht man normalerweise nicht, wenn man die Karte bekommt, ne? Aber es ist schon manchmal lustig da zu sehen. Ich benutze gerne solche Sachen, die eigentlich nicht zum Basteln gedacht sind. Hier auch wieder mit dem Bleistift mir die obere Kante markiert, damit ich halt beim Drehen und Festkleben dann hinterher weiß, wo oben am Ende ist. Auch das sieht normalerweise kein Mensch. Die genähten Kanten bzw. die festgeklebten Bandreste bzw. Negarnreste. Ja. Aber wie ihr seht, ihr kriegt das alles zu sehen. Ich habe nichts rausgeschnitten, zumindest von dem Material, was ich tatsächlich aufgenommen habe. Deswegen ist das Video halt ein bisschen länger. Ich hätte wahrscheinlich auch einiges wegschneiden können, aber ich finde es halt auch wichtig zu sehen, wie das Ganze von der Zeitabfolge passiert ist, was ich zuerst, was danach und was zum Ende passiert ist. Ihr könnt mir natürlich gerne Kritik dalassen, wenn euch das überhaupt nicht gefällt. Vielleicht habt ihr Vorschläge, was ich besser machen kann. Also ich bin für alles sehr offen. Hier habe ich wieder mit Flüssigkleber angefangen, halt die Kante erstmal nachzuziehen und habe dann die ganze Fläche ausgefüllt. Gerade auf Braun sieht man den Kleber zumindest ganz gut, was man zum Beispiel auf Weiß jetzt nicht so gut erkennen konnte vorher. Okay, ich habe nur Rand und die Mitte mit Kleber versehen. Das Ganze mit etwas Abstand natürlich aufkleben, weil. Ah ja, okay. Das ist auch etwas, was ich neu, sage ich mal, mir angewöhnt habe. Gerade wenn ich etwas flach aufdrücke, dass ich das Ganze mit dem Brea ein bisschen festziehe, beziehungsweise den Kleber so ein bisschen verteile. Ja, das mache ich nicht immer. Manchmal mache ich auch dann ein Stück Druckerpapier dazwischen, damit ich mir sicher gehen kann, dass ich nichts verschmiere. Das ist jetzt die Rückseite. Auch die wird natürlich erstmal mit doppelseitigem Klebeband festgemacht, dann mit Flüssigkleber, wie auch schon bei den anderen Elementen. Auch das ist nicht unbedingt etwas, was ich bei jeder Karte mache. Das heißt, normalerweise gestalte ich tatsächlich nur die Vorderfront und auf der Rückseite kommt dann nur mein Stempelabdruck drauf mit meiner Blockadresse, mit meinem Vornamen. Und das war's. Aber für meine Mädels mache ich da natürlich schon eine Ausnahme. Manchmal habe ich einfach die Lust dazu und ich muss auch sagen, dass das nicht unbedingt mehr Zeitaufwand ist. Wenn man eh schon dabei ist, dann kann man auch die Rückseite benutzen oder mitdekorieren. Manchmal ist es aber auch so wie jetzt aktuell mit meinen Weihnachtskarten. Wenn ich schon mal das Material draußen habe oder die ganzen Stempel, Stanzen, wie auch immer mir rausgesucht habe, eine Idee im Kopf habe, dann mache ich dann halt daraus auch gleich zwei Karten.
Manchmal wird es eine ganze Serie, dann sind es teilweise dann 5, 6, 7, 8 Karten von der gleichen Form, beziehungsweise ähnlich gearbeitet, nur vielleicht dann das Stempelmotiv ausgewechselt, den Spruch gewechselt oder ähnliches. Ich glaube, hier hatte ich mich kurz vertan und fast die Vorderfront mit der Rückseite dekoriert, aber festgestellt, dass dann das irgendwie nicht so hinhaut und die Form sich unterscheidet, was mein Glück war. Jetzt fehlt nur noch die Vorderfront. Auch da habe ich in der Zwischenzeit natürlich alles genäht und die Fäden auf der Rückseite gezogen und festgeklebt, mit dem doppelseitigen Klebeband angefangen. Wie ihr seht, die Rolle ist relativ dick, deswegen schneide ich mir das Ganze in Streifen. Wer natürlich dünneres doppelseitiges Klebeband hat, der braucht das nicht zu tun. Oder auch man hätte auch die ganze Fläche bedecken können. Wäre jetzt auch nicht das Problem. Nur dadurch, dass die Form halt so abgerundet ist, ist das mit den Streifen etwas leichter. Auch hier wieder die Rückseiten abziehen, beziehungsweise die Trägerfolien. Die sind ein bisschen statisch aufgeladen und was mir da zum Beispiel hilft, ist ein Stück Tesafilm zu haben und diese, ich sag mal, Folienstücke dann auf dieses Krepppapier abzulegen. Auch hier wieder mit doppelseitigem Klebeband das Ganze bedecken und dann mit flüssigem Kleber übermalen, sag ich mal. Auch hier konzentriere ich mich halt auf die Flächen, die ich schon mit Kleber oder mit doppelseitigem Klebeband versehen habe. Das heißt die Kanten und die Mitte. Mein Kleber scheint sich ein bisschen zu wehren, deswegen muss ich mit zwei Händen schon rumhantieren und ich habe tatsächlich die ganze Fläche bedeckt. Das ist, wenn die Tube langsam zur Neige geht, ist es manchmal gar nicht so einfach, den Kleber auch da rauszukriegen. So, das Ganze natürlich festkleben, festdrücken, auch von der Rückseite festdrücken. Und dann haben wir zumindest schon mal unsere dekorierten Seiten. Ich habe hier ein paar ausgestanzte Luftballons. Das ist auch eine Magnolia-Stanze, beziehungsweise zwei Magnolia-Stanzen, die ich habe. Die sind von der Form her so ziemlich identisch zu dem Stempelmotiv. Deswegen habe ich das auch tatsächlich ausgesucht. Haben mir jetzt die Kanten mit Vintage-Foto eingefärbt und klebe sie direkt mit Flüssigkleber ins Innere meiner Karte. Und hier sind die dazugehörenden Schleifenbänder bzw. Fäden. Ich habe die gekürzt, beziehungsweise wie ihr gesehen habt, das war eins. Ich habe das jetzt gekürzt und einfach ein Element davon oder Teil davon aufgeklebt. Gerade für filigrane Sachen ist Flüssigkleber, finde ich, einfacher. Mein Tonic Studio Tacky Glue ist inzwischen alle, deswegen habe ich jetzt vom Action den Kleber. Ich bin nicht wirklich hundertprozentig von diesem Tacky Glue vom Action überzeugt. Der ist relativ flüssig im Vergleich zu dem, den ich vorher benutzt habe. Er funktioniert. Das Einzige, was so ein bisschen störend ist, ist natürlich die große Flasche. Deswegen habe ich das in eine filigrane, feine Flasche mit einer feinen Düse umgefüllt und damit kann ich halt auch trotzdem sehr gut arbeiten. Man muss halt wirklich beim Trocknen ein bisschen mehr Zeit mitbringen, beziehungsweise das Ganze festkleben, an die Seite legen, beschweren und abwarten. Für die Rückseite habe ich weitere Luftballons, auch wieder mit doppelseitigem Klebeband. Natürlich mit Flüssigklebeband aufgeklebt und auch hier wieder ein paar oder ein Teil von dieser Schnur verwendet. Ich habe Spaß mit dem Shaker, wie ihr seht. Herzrahmen, den ich auf der Rückseite benutzt habe, habe ich natürlich auch auf der Vorderseite. Genauso wie ein Banner mit Herzumrandung aus Transparentpapier zugestanzt. Hier seht ihr, wie ich mit Pappe mein Motiv etwas erhöhe. Ich habe den Spruch an das Motiv geklebt und setze damit halt eine, ich sag mal, Ebene bzw. erhöhe mein ganzes Element. Mein Motiv und Spruch
auf eine ja, höhere Position, damit das Motiv halt ein bisschen rausguckt, ein bisschen mehr. Wie soll ich das beschreiben? Einfach höher steht und hier fand ich zum Beispiel einfacher den Rahmen, der so filigran, einfach mit Tesafilm dann an das fertige erhöhte Element zu kleben. Transparentpapier ist halt auch sehr schwierig, da müsst ihr halt aufpassen beim Kleben, deswegen versuche ich da wahrscheinlich jetzt auch eher auf das Element zu kleben als auf die Karte selbst. Auch da seht ihr einfach Tesafilm und dann die Stellen, die überlappen sind, die auch nicht auf der Karte zu erkennen sind, das heißt, die vom Motiv verdeckt sind, werden mit Flüssigkleber mit Flüssigkleber überzogen. Und jetzt haben wir sozusagen das ganze Element, was wir jetzt auf die Karte kleben möchten. Und da wird einfach Flüssigkleber auf die sichtbaren Stellen verteilt und wieder auf die Karte gedrückt. Natürlich wieder Gewicht drauf, bis der Kleber wirkt. Ich habe hier noch einige Elemente in der Zwischenzeit gestanzt. Das sind Herzchen mit Löchern, Banner und Sprechblasen. Ich habe hier wieder eins von den Create a Smile Sprüchen genommen und wieder mit dem gleichen Memento gestempelt, weil ich, wenn ich mit etwas arbeite, versuche ich dann halt einheitlich zu bleiben. Und dieser Spruch ist relativ klein, der passt tatsächlich in diese ausgestanzte Sprechblase. Auch den muss ich jetzt zweimal abdrücken. Wie gesagt, neue Stempel. Wir brauchen halt ein bisschen Liebe, bis sie wirklich hundertprozentig sauber oder beziehungsweise intensiv stempeln. Das ausgestanzte Herz habe ich jetzt in das Distress-Stempelkissen gesetzt und jetzt noch ein bisschen die Farbe verteilt. Die Sprechblase habe ich auch öfters ausgestanzt, um halt auch diese Plastizität zu erzeugen, dass diese Sprechblase auch ein bisschen rauskommt. Wie ihr seht, benutze ich dafür auch meistens Reststücke von irgendwelchen Verpackungen. Das war jetzt wahrscheinlich von einem Stempel oder von einer Stanzschablone. Da war ein Barcode mit drauf. Irgendwas, was ich normalerweise in die Tonne treten könnte. Man erkennt das ja hinterher nicht, ne? Das ist ja das, was ihr oben drauf klebt, ist zu sehen. Wenn die Kanten sauber weiß sind, dann stört es auch keinen. Also man sieht es nicht. Das ausgestanzte Herz, was ich eingefärbt habe, habe ich jetzt da reingesetzt. Und gucke jetzt, wo ich das gerne hätte. Und platziere halt meinen Kleber nur da, wo man hinterher das Ganze auch nicht sieht. Das heißt, hier ist sogar meine Zange zum Einsatz gekommen. Die hält das Ganze von alleine fest. Ich habe die ausgestanzten Elemente hier wieder mit Vintage-Foto eingefärbt. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie einen Stil bzw. irgendwie etwas anfangt, wie zum Beispiel jetzt die Kanten einzufärben, dann sieht das einfach am Ende schöner aus, wenn ihr das konstant beibehaltet. Ich weiß, dass das nicht jedermanns Sache ist und ihr habt bestimmt auch andere Farben, die ihr vielleicht bevorzugen wollt, aber Vintage-Foto ist für mich mein Lieblingsbraun und damit arbeite ich halt ganz gerne. Und wenn es halt nicht braun ist, weil zum Beispiel die Karte hat viel Craft, viel braune Elemente, deswegen passt braun halt ins Gesamtbild. Wäre das eher mit kalten Farben gearbeitet, mit Blau-Grün und vielleicht mit Grau, dann hätte ich wahrscheinlich das Ganze anstatt mit Braun dann auch mit Grau schattiert bzw. eingefärbt. Hier habe ich die Banner zusammen rechts von dem Motiv aufgeklebt. Das heißt, auch da platziere ich den Kleber nur da, wo man auch wirklich dann hinterher das nicht sieht. Ich spiele so ein bisschen mit den Elementen rum, um zu gucken, wo ich was vielleicht noch ergänzen kann. Habe ich für das Herz mit Loch entschieden, was ich noch in die Mitte geklebt habe oder in das Innere der Karte. Ein paar von den Bannern kommen auch auf die Rückseite. Man erkennt das hinterher nicht, dass das Banner sind, weil man die Löcher dann hinterher nicht sieht. Das Ganze mit Flüssigkleber. Und bei den Herzchen habe ich mir eigentlich am Ende überlegt, einen Banner draus zu machen, das weiß ich. Ich habe mir aber hier anscheinend schon wieder Blümchen rausgeholt. Ich habe welche, die ich selber gedreht habe. Ich habe welche, die ich gekauft habe. Nun, die sind bei mir zum Beispiel nach Farben sortiert. Und ja, auch viele Elemente, wie zum Beispiel jetzt diese Blätter oder Ranken, Zweige, die habe ich noch von alten Projekten über. Und anstatt neue zu stanzen, gehe ich halt durch meine Restekisten durch und gucke, was vielleicht hier passen könnte.
bevor ich irgendwas wirklich festklebe, spiele ich halt damit rum, gucke, wie was aussieht, passt das wirklich zusammen. Ich habe letztes Jahr auch zum Beispiel viele Kreisrahmen gestanzt aus Pappe und habe die einfach mit einer einfachen Technik quasi umhäkelt. Das ist eine einfache Festmasche, ganz oft wiederholt, bis der Kreis sich geschlossen hatte. Und ja, die benutze ich halt auch nach wie vor gerne. Davon habe ich noch ein paar über. Nicht alles, was ich auch raushole, landet am Ende auf der Karte. Ich probiere halt viel aus. Hier ist mir eingefallen, ich habe zum Beispiel auf der Rückseite Faden benutzt. Warum dann nicht das Ganze wiederholen und auch vorne setzen? Ich spiele halt mit dem Faden rum, platziere so, wie ich denke, dass es ein bisschen zum Gesamtbild passt. Hier nehme ich die Prickelnadel zur Hilfe, um das Ganze so ein bisschen drunter zu schieben, weil die Sachen kleben ja schon fest. Hier kommt auch wieder Vintage-Foto zum Einsatz. Das heißt, ich habe das Ganze ein bisschen eingefärbt. Manchmal muss man die Sachen auch ein bisschen kürzen, damit sie halt passen. Manchmal sind die Elemente einfach zu lang. Aber das ist ja kein Thema. Was wegschneiden ist natürlich sehr einfach oder einfacher als etwas dazu zu kleben. Und wenn ich mich dann für etwas entschieden habe, kommt halt Kleber drauf und dann wird das fest aufgeklebt. Ihr seht, habe ich auch noch einige Staubfäden, glaube ich, heißen die, rausgeholt. Die sind, glaube ich, vom Action. Dann ein paar rosa Blüten. Ich wollte halt die Karte insgesamt im Rosa mit ein bisschen Weiß und ein bisschen Braun, das sind so neutrale Farben, die einfach zu allem passen, gestalten. Aber zum Beispiel Blätter, die sind nun mal grün. Die kannst du quasi auch, man kann zwar in Braun oder in Rosa stanzen, aber es würde sich halt überhaupt nicht abheben. Als Kontrast in Grün oder in einer natürlichen Farbe, so wie sie sein sollten, passen sie einfach besser. Zumindest ist das meine Meinung. Auch da wird mit Vintage-Foto das Ganze noch am Rand eingefärbt. Mit Flüssigkleber wird das Ganze festgeklebt. Immer ein bisschen noch mit nachdrücken. Hier ist zum Beispiel eine Blume, die habe ich, glaube ich, von Hand mal gedreht. Hier habe ich ein Stück Draht genommen und also beziehungsweise das war meine Zange. Ich habe von der Blume das Ende abgeschnitten, habe dann den Draht aufgewickelt. Auch das ergibt einen schönen dekorativen Element. Es ist einfach eine Prägenadel von mir und da wickele ich den Draht drumherum und platziere den halt so mit der Blume zusammen, direkt aufkleben und der Draht guckt halt ein bisschen raus. Und ja, das ist auch eine ganz alte Technik, sage ich mal, was ich schon vor Jahren mal gemacht habe. Früher habe ich tatsächlich die Drähte erst abgeschnitten und dann gedreht und so konnte ich die Platzierung ein bisschen leichter steuern. Inzwischen, wie ihr seht, man kann das auch an der Blume einfach dran lassen, ein bisschen wegdrücken, drahtlässig halt sehr gut manipulieren. Hier sind die Staubblüten, die habe ich ein bisschen gekürzt, damit sie halt auch nicht zu lang sind. Ihr habt ja auch quasi zwei Stück an jedem Ende und ich brauche ja nur die Enden, also kriegt ihr aus jedem zwei. Und wenn die gekürzt sind, lassen sich halt leichter aufkleben bzw. platzieren. Dann habt ihr nicht, was weiß ich, ein Riesenelement, was da raus, guckt und das ganze Gesamtbild etwas stört. Das war, glaube ich, das letzte Stück Blatt. Genau. Jetzt sind die Pailletten, die ich vorher auch für den Shaker-Inhalt benutzt habe. Die verteile ich so ein bisschen. Also da halte ich mich auch relativ zurück. Ich bin sonst eigentlich jemand, der viel Schmucksteine benutzt und sowas. Aber ihr habt halt im Shaker drinne schon so viel. Und der Shaker ist ja auch schon recht groß. Der nimmt ja fast die ganze Karte in Anspruch. Es war schon, sage ich mal, schwer genug, einen Teil von diesem Shaker zu überkleben. Aber es musste halt irgendwie auch schon passen. Auch im Inneren werden ein paar von den Platten, Pailletten verteilt. Das sind so Glitzerpailletten, die ich vom Klick habe. Die habe ich entdeckt und ich habe mich sofort verliebt und ich musste die alle Farben haben. Habe die dann auch tatsächlich im Adventskalender für meine Mädels verschenkt. Und ich glaube, die fanden es auch ganz toll. Ich weiß noch nicht, ob sie es benutzen. Hier habe ich ein paar Halbperlen. Die habe ich ja nach Farben sortiert. Das sind welche in Pink und Rosa. Ich habe mir die Rosen rausgesucht und verteile halt auch die immer so ein bisschen. Ich platziere erst den Kleber.
und dann die Halbperle da rein. Ja, es ist gar nicht so einfach, so lange zu durchzusprechen. Meine Nase läuft, mein Hals ist schon trocken. Oh ja, aber egal. Also, das ist jetzt wohl wirklich das, so die letzten Momente und quasi die letzten Deko-Elemente. Ich habe hier noch eine Perle gefunden, die ich noch platzieren wollte. Ja, auf der Rückseite noch ein paar. Im Inneren natürlich nicht, weil sonst schließt die Karte nicht so ganz. Ich habe auch hier, glaube ich, nur die kleineren Halbperlen benutzt, damit sie halt auch nicht störend sind. So, ja, wir sind tatsächlich am Ende angekommen. Yeah, Halleluja. Ich sehe gleich noch ein Bild. Ich habe noch dazu passend zu der Karte noch ein Wrap bzw. eine Umrandung gemacht für ein Paket, für ein Geschenk sozusagen. Das könnt ihr auf meinem Blog sehen. Das habe ich vor ein paar Tagen gepostet und das ist halt mit gleichen Elementen gearbeitet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.